Heute möchte ich mit euch die My Little Box von Oktober auspacken. Wenn ihr wissen wollt, was da drinnen ist, bleibt gerne dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Caro und ich packe mit euch heute die My Little Box von Oktober aus. Bevor ich die My Little Box mit euch auspacke, möchte ich euch noch kurz erklären, warum es die letzten zwei Wochen keine Videos gab und warum es in den nächsten Tagen oder Wochen da auch vielleicht längere Pausen geben könnte. Das weiß ich nicht, das werde ich einfach mir anschauen, wie es geht. Auf jeden Fall, mir geht es psychisch nicht besonders gut. Eigentlich geht es mir gerade ziemlich schlecht. Und ja, das ist eben der Grund. Und ja, ich versuche jetzt einfach Videos zu machen und die dann auch hochzuladen, nur wahrscheinlich, oder vielleicht gelingt es mir dann ein paar Tage mal nicht und dann geht's wieder und so weiter. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch. Ja, ihr könnt mir gerne auch zu dem Thema natürlich in die Kommentare schreiben. Ich tausche mich da sehr gerne mit euch aus. Und ja, das war jetzt nur eine kleine Info am Rande. Und jetzt packen wir das aus. Ich habe das so in dem Paket bekommen. Und eben, das ist diese wunderbare, tolle Tasche. Ich finde die richtig cool. Und dazu dieses Bild. Sitzen anscheinend in einem, also die Dame sitzt da anscheinend in einem Zugabteil oder das Mädchen. Mit einer Katze, die Füße oben, also ganz bequem und liest ein Buch. Schaut super aus, gefällt mir und das wäre genau das Richtige gerade für mich. Also vor allem das Buch lesen und mich bequem machen und gemütlich machen und das tun, was ich gern mache. Ja, Videos mache ich aber auch gern und deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Ich öffne mal diese Tasche. Der hat sogar einen verstärkten Deckel. Das ist eine Kühltasche, eine kleine. Also der hat so, ja, so mit Plastikeinlage und so. Also eine schöne Kühltasche wäre praktisch gewesen für den Sommer. Aber der nächste Sommer kommt bestimmt und dann kann man zu einem Ausflug hier vielleicht gekühlte Getränke hineingeben und sie bleiben länger kühl. Oder natürlich im Winter warme Getränke und sie bleiben ein wenig länger warm. Das könnte natürlich auch passen. Der Blick hinein. Und ich packe jetzt einfach das erste aus. Das ist von Gardier Bio. Pflegendes Bio-Argan. Feuchtigkeitsspendendes Gesichtspflegespray. Ja, das habe ich schon da. Aber es ist egal. Ich werde es mal verwenden. Ich verwende halt Gesichtspflegesprays nicht so oft, aber das könnte man zum Beispiel auch gut als Toner verwenden. Vielleicht werde ich es so verwenden. Das könnte sein. Dann habe ich hier ein kleines Schächtelchen. Das ist von der My Little Box. Ist auch in dieser Aufmachung. Vielseitiges Abschminktuch. Mit diesem Abschminktuch bringst du deine Make-up-Reise nach einem langen Tag zu Ende. Benutze das weiche doppelseitige Tuch aus recycelter Baumwolle mit Wasser oder einem Cleanser und entferne rückstandslos die Reste deines Make-ups. Schluss mit Wattepads, denn maschinenwaschbares Tuch ist unendlich oft wiederverwendbar. Ja. Das finde ich schön, ich meine, ich verwende wiederverwendbare Abschminktabs. Aber das ist natürlich auch schön, so ein kleines Quadrat mit zwei verschiedenen Oberflächen. Also das kann man sicher gut auch, im, wie gesagt, zum Abschminken oder für Sonstiges verwenden. Finde ich nicht schlecht. Dann haben wir noch was Großes. Und zwar von Zika oder Kika Biafine, keine Ahnung. Ein
Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich schätze mal, dass das für die Haare ist und ein hydratisierendes Spray ist und eventuell mit Hitzeschutz. Aber nachdem das alles auf Französisch da steht, kann ich es nicht wirklich sagen. Vielleicht kann ich dann nachschauen und euch das einblenden, was das genau ist. Dann habe ich noch eine kleinere Tube. Heute kann ich wieder mal nicht reden. Von Absolution. Und zwar ein Shampoo mit Feuchtigkeit und ja, also mit Aloe Vera und verschiedenen Sachen. Ist wieder auf Französisch, kann ich leider auch nicht wirklich euch sagen. Aber es ist ein Shampoo. Und dann habe ich hier noch so ein kleines Säckchen. Liebe auf der Leitung, die Handyschnur. Auf dem Bahnsteig vibrieren die Nachrichten und deine Mitteilungen überschlagen sich. Um das Handy immer griffbereit zu haben, befestige diese Kordel ganz nah am Herzen. Okay, na, das schauen wir uns an. Oh. Okay, das ist so eine lange, lange, lange Kordel, die hier verstellbar ist. Also da kann man die Länge selbst einstellen mit diesem Ring da. Sieht eben so schwarz-weiß aus, hat hier noch so Ömmelchen dran und hier kann man eben das Handy anhängen. Ja. Nimm deine Handyhülle ab, leg die kleine Karte hinein und lass die Lasche aus der Ladeöffnung herausragen. Steck dein Telefon zurück in die Handyhülle und klippe den Karabinerhaken an die Lasche. Dein Telefon ist in Sicherheit trotz der Menschenmenge und der rasenden Landschaft, die am Fenster vorbeizieht. Okay, also das muss man in die Handyhülle stecken, das rausragen lassen und dann kann man das hier befestigen. Ja, ist jetzt nicht unbedingt meins, aber es ist okay und vielleicht brauche ich es auch. Und das ist nicht wirklich schwarz, das ist ein dunkles Grün. Ist mir gerade aufgefallen. Ja, ist okay. Ja, und dann noch eben diese Tasche dazu. Wie gesagt, ich finde die eigentlich richtig schön, auch vom Design her. Und dann, der hat da noch ein kleines Netz, dass man da vielleicht auch Kleinigkeiten hineingeben kann. Und ansonsten ist es eben mit Plastik umhüllt, dass es eine Thermofunktion hat. Ist auch ein bisschen gefüttert, also. Ja, finde ich jetzt nicht schlecht. Was sagt ihr zu der Box? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ihr mir etwas schreibt. Auch wenn ich nicht sofort antworte, ich lese eure Kommentare und versuche dann, wenn auch spät, zu antworten. Es tut mir leid, wenn ich nicht sofort antworte, aber manchmal geht es einfach nicht. Ja, jetzt, vielleicht könnt ihr mir auch noch ein Abo dalassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und einen Daumen nach oben für das Video. Und jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.